Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Visions of Mana. Dann wollen wir mal. Wir sollen ja hoch. Ja, wir wollen den Aufzug benutzen. Ja. Ui, richtig cool. Das sieht aber auch nice aus. Richtig Taking this? hübsch. Ah, hier, guck mal. Dann wollen wir noch mal gucken. Wie viel haben wir denn? Werden wir uns doch bestimmt ein bisschen was leisten können, ne? Ich habe ja ganz viel gesammelt. Ah ja. Ja. Jo, gerne. Sollen ja wieder so richtig sammeln. Ah ja, stimmt, der kann ja hier nicht doppelspringen. Ich weiß ja nicht. So, was haben wir denn hier? We've got what you need. Ja. Ach, ich weiß nicht. Would you like to prove? Thank you. Come again. Yeah. Grizzly. Huch. Hello. Ich bin Koch und mir sind Gerüchte von einer Pilzsorte zu Ohren gekommen, die ganz außergewöhnlich duften und schmecken soll. Angeblich wächst sie nur in Strandgebieten. Du weißt sicher, wo das Brittertal liegt, oder? Wenn du zufällig dort am Strand vorbeikommst und einen dieser Dünenpilze entdeckst, würdest du ihn dann bitte für mich pflücken? Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Was mache ich denn jetzt bloß? Soll ich jemanden anheuern, der die Viecher ausmerzt? Oder soll ich jemanden anheuern, der mich beschützt? Oh, was für ein Zufall. Seid ihr reisende Krieger? Drüben im Brittertal hat sich am Fluss eine ganze Horde von Mützenratten häuslich eingerichtet. Und seit neuestem überfallen sie jeden, der versucht, das Tal zu durchqueren. Ich bin Händler und bin für meine Geschäfte auf die Route durchs Brittertal angewiesen, wenn ich nach Ölastana gehe. Wenn ich noch länger hier festsitze und meine Kunden in Ölastana im Stich lasse, kann ich meine Geschäfte dort vergessen. Bitte beseitigt diese unsägliche Plage. Ja. Dann hat er das zumindest schon mal geklärt. Yes. This is kind of exciting. A rare item. Hui. Grizzly. Und noch mehr. So, da hinten war noch was. Das habe ich übersehen. Dann haben wir aber alles. Fürs Erste. Ja, da. Let me see. Nice.
Sehr schön. Okay. Na, wie gefällt's dir hier? Wie es in Elastana wohl sein wird? Man sagt, es wäre mit keiner anderen Stadt vergleichbar. Ich finde es so schwer, mir etwas darunter vorzustellen. Ich hoffe, wir sehen dieses Stinktier nie wieder. Wie um alles in der Welt hat er es geschafft, Konsul zu werden, weil er ein Stinktier ist. Ah, da vorne. Right. Elastana ist nur einen kurzen Marsch entfernt. Es liegt gleich hinter dem Prittertal. Ah ja. Na dann. Wollen wir doch mal. Elastana is the largest city in the world. The Queen governs the sprawling metropolis and its diverse citizenry. It became my second home. Born in the Moonlit Parish and raised in the capital of the deep, right? The one who raised me also lives here. I'll introduce you to him when we get into the capital. Okay. Must be nice to have a guardian, who cares? All I ever heard from my parents was how sad it was that I would never become an Aum. But if you value your guardian's opinions that much, I can't wait to meet him. He's probably a real nice guy. So, what about your parents, you two? Normal, I guess. My mom's real welcoming, and my dad works hard in his blacksmith workshop. He'd always get mad when I played around by the forge, though. Tja. Come to think of it, I'm not sure if I've ever seen my parents get angry. All I can think of is their smiling faces. My mom used to say I'd be just like her when... You are just like them, Hina. Always smiling, too nice for your own good. I figured your parents were kind. And I bet they were thrilled when you were chosen as an Aum. They were. They were so proud. Ja, natürlich. Hopefully the Aum of Water has supportive family to see them off too, whoever they are. Ja. Most families would be ecstatic to find out their relative has been singled out by the elementals and the fairy. Enough chatting. Let's go find the Aum of Water and see for ourselves. Yep. Das stimmt. Let's go. Ah, das Prittertal. Wow. I'm not used to such a long stretch of good road. That weird round water thing in the distance is part of the capital, right? Yes. It's one of Elistana's famous landmarks. The fact that we can see it from all the way out here? Yeah, it's gotta be huge. I want to take a look from up close. Yeah. A fine opportunity to rest. Das werden wir auch. Nice timing. It's useless. That's the last. Soul Guard's resolve never sways. Ah, okay. Warte mal, da vorne schon. Da war ein Weg. Ach, da. Some fortune-telling thing. She's prepared to keep doing it until she gets the results she wants. Right. That sounds like something she'd say.
Dud Bears will love this. Mhm. I'll be taking this. Na, geht doch. Ich gehe mal nämlich davon aus, dass wir nochmal welche brauchen werden. Das war eine ganze Menge. Ja, das machen wir. I'll be taking this. Ja. Entschuldigung, danke. Don't mind if I do. Ja. Ah, die haben wir auch noch nicht, die Reliquie des Feuers, obwohl wir eigentlich die Gesandten des Feuers sind. Hätte ich die da finden können. Das wäre natürlich nicht so gut, ne? Wenn wir die schon haben sollten. Ich glaube, dann kriegt die auch Val, weil Hina ja eh nicht kämpft. Nicht auswählbar ist für die Sachen. Dann gebe ich ihm die Feuerdings-Reliquie. The Dud Bears will love this. Ja. Named the Alm of Wind. Were your parents happy to hear the news? Maybe. Who knows? I left without seeing them after I was appointed. Well, I'm sure you have your reasons. Mm-hmm. Don't mind if I do. Ah, here. Doesn't fear. Understood. Fireball! Keep them coming. The spirits will thank you. Not bad. Ja, das sehe ich genauso. Das passt schon. Ach, da komme ich von da hinten hoch, ne? Ja, den nehmen wir auch nochmal mit. Aber erstmal das hier. Don't mind if I do. Nö. Passt schon. Kann man gut gebrauchen. Let's keep moving. Absolut.
Na dann. Ach, die Brücke haben wir schon. Quasi. That big entrance is where we're headed. We'll be able to see Illastana clearer once we get past the gate. Nah, Nina, has Val always been so helpful? Yes. I can remember a time when he wasn't eager to jump in and help out. He'd never ignore a person in need. Can't change someone's nature, I guess. Stimmt. Nice. Got it. Warte mal, da war auch noch was. Wo denn? Ach, da. Okay. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Impressive. Ah, das wird dann Illastana sein, ne? Das werden sie. Ah, da unten muss ich trotzdem noch mal hin. I'll be taking this. Ah, die nehmen wir auch mit. Ja, komm. Dass er das schon mal weg haben.
Ist ja doch schon ein bisschen nervig. Ja. So, kommen wir wieder an den Strand. Ah, ja, komm. What have you got? Interesting. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich aus mit denen? Ah, wir dürfen schon einen Bericht erstatten. Das ist gut. Ich dann die nächste Schnellreisestation gefunden habe, dann benutzen wir die Schnellreise, um zurückzukehren und dann den Auftrag abzugeben. Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Weil wir wieder an die gleiche Stelle zurück wollen. Ah ja, guck mal. A fine opportunity to rest. Jupp. Wo war denn der? Der war doch direkt hier vorne, ne? Da ist er. Oh. Und, hast du es geschafft, die Mützenratten zu vertreiben? Oh, der Göttin sei Dank. Dann komme ich ja doch noch rechtzeitig nach Illestana. Natürlich nicht ohne euch für eure Mühen zu entlohnen. Ich hoffe, ihr findet Verwendung dafür. So, jetzt muss ich aber schleunigst in die Hauptstadt. Macht's gut und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja wieder. Helping out people in need can be so rewarding. Hier. Das ist wahr. Ach stimmt, wir sind ja so gereist. Ja. Dann machen wir das so. Genau. Dann brauchen wir nämlich nicht so weit laufen. Mhm. Wieder sowas. I can deal with this. Now's timing. It's useless to us. Thank you.
them come. Keep them coming. We need to press on. Sehr schön. Look at you go. Impressive. Ja, das gefällt mir. Das ist richtig schön. Oh, jetzt schon wieder. Ist das da oben? Denn da hoch? Karina, please wait. You always sound so stuffy when you say my name, Hina. No need to be so polite. Oh, then in that case, I could call you something else. Karina. Karina? Oh, no, I couldn't. I'm already blushing. Are you embarrassed by a nickname? No, I'm just happy to know that you think of me as a close enough friend to try it out. Of course we're close. Geez, now you've got me all flustered. Na dann. Ich find's süß. Die Touren schon da unten rum? Das ist weird. Aus, Ramco. Du kannst fliegen. Oh, dann nehme ich das mal das mit. Ah, da vorne. Hopefully we get so impressive. Wirklich da oben, oder? Oh, ist er wieder da? Okay. Na dann. Interessant. Ja, ein bisschen Offroad. Da vorne war was. Nice, got it. Tja. So, da müsste es jetzt da hochgehen. Ich
Understood. Take this! Undo! This? Noise. It's calling to me. Tja. What have you got? Oh, not bad. Ja. Hm. Da hat's doch tatsächlich an der Tür geklingelt. Aber gut. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo der ist. Gut. Impressive. Das ist halt wirklich eine Sucherei, ne? Eine ganz schöne Sucherei hier. Ah, da hätten wir auch schon so hinkommen können. Hier rüber. Wo wir da mit Dings hochgedingst sind. Ah ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Ja. Okay. Dann haben wir gleich den nächsten. Ja, die nehmen wir auch mit. Alles, was EP bringt, ne? Ah, okay. Kurz durch den Kampf die Orientierung verloren. War hier nicht gerade auch was? Da. Nice. Got it. Mhm. I'm at full strength. Das ist gut. What have you got? Impressive. Das ist da unten. Oh, ist das schön. Ui. Das ist aber ein schöner Strand. Nehme ich glatt mal die Abkürzung. Ich finde das Spiel wunderschön. Das ist richtig, richtig gut gelungen. Das ist richtig schade, dass das irgendwie angeblich nicht so gut verkauft worden ist. Obwohl ich mir das fast gar nicht vorstellen kann, aber ja. Ja gut, was heißt nicht richtig gut, vielleicht nur in den Augen mancher. Nice timing.
Aber, ne? Ja. Viele stellen ja auch mittlerweile gar nicht mehr vor. Was man ja auch nachvollziehen kann. Mache ich ja auch nur ganz selten. Ja. Nee. Aus diversen Gründen. Will there be any time to rest once we get to the capital? Some, I think. They'll probably need time to prepare for the rites of initiation. I recommend exploring the city if you do find yourself with time on your hands. Aber ich glaube trotzdem, dass sie die Reihe weiterführen werden. Hoffe ich einfach mal. Ich hätte gern weiter solche Remakes wie Trials of Mana. Wenn dann die anderen Mana-Teile auch so geremaked würden, das wäre schon echt nice. So in dem Stil hier. Die sind schon so ganz nett. Aber wenn die so in dem Look und auch mit den Mechaniken, wäre schon echt nice, ne? Bei Trials of Mana haben sie es ja schon probiert. Das war ja auch schon sehr gut gelungen, finde ich. Ja gut, es hat so seine Ecken und Kanten, aber im Großen und Ganzen hält sich das ja noch in Grenzen. Nichts, was man nicht verschmerzen kann. Huch, bin ich da was vorbeigelaufen? Hier. Cool. Das ist ja jedem selber überlassen, wenn er spielt, ob er alles mitnimmt oder nicht. Man muss ja nicht die ganze Welt ablaufen und hast du nicht gesehen. Auch wenn es vielleicht dann vieles einfacher macht. Gehe ich mal von aus. Weil man halt viel findet von dem, was man braucht und auch den Honig und hast du nicht gesehen und EP und ne? Ja. Oh, haben wir noch gar nicht. Und ich finde, es macht immer wieder Spaß, wenn ich es einschalte. Ich spiele ja nicht so viel am Stück, immer so ein bisschen. Und immer wenn ich es anmache, ist es eigentlich ziemlich cool. Ja. Warte mal, ich kann ja schon so schnell reisen, ne? Ja. Dann können wir kurz den Pilz abgeben. Würde ich mal sagen. Der war ja auch hier. Ja, da vorne. Oh. Bitteschön. Ah, das ist also ein Dünenpilz. Er ist so weiß, dass er fast durchsichtig erscheint. Da, sieh nur, wenn man ihn gegen das Licht hält, wirkt er fast gläsern. Und er duftet so holzig, fast schon rauchig. Hm, und im Abgang kann ich noch das salzige Meer erahnen. Ich bin begeistert. Jetzt müsste ich mir nur noch überlegen, wie man einen solchen Pilz am besten zubereitet. Ich könnte ihn in Butter schmoren oder bei dem Feuer rösten, oder? Oh, verzeih, ich hatte dich völlig vergessen. Hier ist deine Belohnung. Danke nochmal, dass du den Kurier gespielt hast. Mhm. Und das Geld können wir auch gut gebrauchen.
So. We should be off. Ach, die nehme ich nochmal mit. Auch wenn der Timer gleich wieder. Ne? Okay. Dann nur noch speichern. Let's collect ourselves before we set off. Mhm. Ach so. Ja, gut, ist ja nicht verkehrt. Gut, dann beende ich an der Stelle den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Peoples of our world live their lives blessed by the powers of mana. To maintain that balance, alms are chosen to offer their souls to the mana tree. This is how we continue the cycle and ensure a future of prosperity. For millennia, we have lived and died this way. And so we shall forevermore, as each land continues its long tradition, seeing the appointed alms off on their pilgrimage to the mana tree.